Wir haben heute Morgen in Le Baccaré in Frankreich am Mittelmeer den Start genommen gegen 10 Uhr. Als wir 320 Kilometer gefahren hatten, sind wir in Sidamon angekommen. Das ist das Quartier für die Nacht. Die Route ist nur Autobahn und wir wären ungefähr so gegen 14 Uhr hier zugegen. Der Stellplatz von Sidamon wurde angefahren aus dem ganz einfachen Grunde. Ich bin der Meinung, 320 Kilometer genügt einfach. Sidamon von sich aus hat nicht allzu viel zu bieten, außer diesen Stellplatz. Es ist auch noch eine Bäckerei zugegen. Da haben wir jetzt etwas Brot, also zwei Baguette eingekauft. Und die wollen wir uns heute Abend schmecken lassen mit etwas Wurst, Käse und so weiter und so fort. Ich hätte ja hier gekocht, aber leider Gottes ist auf dem Stellplatz hier Campingverhalten verboten und daran halte ich mich einfach. Auf dem Schild ist alles in mehreren Sprachen klipp und klar erklärt. Der Platz ist nur für Wohnmobile. 48 Stunden darf man hier Maximum parken. Die Benutzer sind auch gebeten, diese Area, also diesen Platz hier sauber zu halten. Campverhalten darf man hier nicht an den Tag legen, das heißt keine Stühle auspacken, kein Tisch und so weiter und so fort. Offenes Feuer ist auch verboten. Man soll auch seine Nachbarn respektieren und dann soll man den Platz wieder sauber verlassen. Auf dem Platz selber gibt es dann Fähr- und Entsorgung. Wasser kann man bunkern, kein Thema, und Toilette kann man auch entleeren, ohne größere Probleme. Strom hat man allerdings keinen, aber mit den modernen Lithium-Anlagen heutzutage braucht man das auch nicht auf jedem laufenden Meter. Das Ganze kostet dann 0 Euro und da kann man sich nur bei der Gemeinde hier bedanken. Auf dem Platz selber könnte man gut und gerne 20 Mobile abstellen, das ist kein Thema. Im Moment stehen wir zu 3 Stück hier auf dem Platz, somit hat jeder genügend Platz. Eine Tafel zeigt die Sehenswürdigkeiten der Region. Für Leute, die Kinder haben, ist am Platz selber ein Spielplatz. Da können sich dann die Kids austoben nach einer langen Autofahrt. Bänke mit Sonnensegeln sind auch da. Sie laden einfach zu einem kleinen Picknick ein. Das wäre es dann mal wieder gewesen von unserer Seite. Morgen früh wird es dann weitergehen Richtung Huesca. Das liegt ungefähr so 120 Kilometer von hier. Und diese Ortschaft wird dann von uns ausgiebig besucht werden. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wärt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Tschüss, bye bye, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.